Modern. Und hier haben wir noch Kriansteine. Ganz schön viele. Noctar. Hier gibt es eine Sammlung von Grenzsteinen. Ja, hier die einzelnen Grenzsteine. Filthy. Hier kann man leider fast gar nichts mehr erkennen, hat er gesagt. Und hier ein ganz kleiner. Ihr kennt diese ja noch aus meinen Videos über die Gruben. Da haben wir auch viele Grenzsteine entdeckt. Diese hatten jedoch eine andere Bedeutung. Filthy. Ja, absolut geil, Leute. Ach, hier ist, wo die stehen. Alles schön beschriftet und... Was es bedeutet und so, ja, gell? Ja. Hier da vorne, der hier, der ganz kleine. Ja, der da hinten. Das ist der letzte Rang. Güterstein. Das ist der Stadt Getzka. Mal Standort unbekannt, sie wissen nicht, wo sie es her hatten. Währenddessen diese eine mit SW1. Das ist der 4, das ist hier der... Ganz rechts davor, ganz rechts vorne, das ist die 4. Siehst du hier, hier sind die, wo die stehen. Die Standorte, ja. Wo die jetzt stehen. Super, Leute. Ich werde jetzt... Die Dings gehören dann hier zu, wo die ganze nummeriert sind. Ja.
Die Nummer 8 ist TB 1776, Stadt Wessel, Nassau-Weilburg. Das ist der da in der Mitte, der Große. Ja, filthy. Also Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall jeden einzelnen Grenzstein hier nochmal schön fotografieren. Und hier auf dieser Karte auch ein Foto dazu machen. Und das stelle ich jetzt unten ein. Äußerst interessant, Leute. Ein Besuch in Wetzlar lohnt sich immer öfter.